Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tobias Map. Nein, Alex, du wirst mir nicht reinlabern. Miguel ist dabei, Markus ist natürlich dabei, Alex sowieso und auch der Noob ist auch wieder dabei. Ja, bist du auch wieder dabei? Alex, ich dreh den Hals um, wenn ich dich irgendwann mal sehe. Alex ist ein Süßer. Ey, muss einfach nur nächste Woche zu mir kommen. Da Alex, du hast mich auf Facebook geaddet, ne? Weiß das geht jetzt hier. Das macht ja keinen süßes Profilbild. Ey Markus, darf ich das übernehmen, dem Hals umdrehen? Ich sehe den hier eh nächste Woche. Du siehst ihn nächste Woche. Der Clan, wo er drin ist, macht in der Stadt, wo ich wohne. Ich komm da gar nicht hin, auch egal. Ja. Alex, ich dachte, du hättest groß geplant, dass du extra kommst. Ich meine, du machst es nach den Ferien. Ja, wieso chillen, hast du gesagt? Ja, kannst auch kommen. Ich fahr mit Führer, ich fahr deine Mais erstmal extra. Ich fahre. Wenn du nicht einmal einen Führerschein hast, du nicht einmal Häcksler fahren, irgendwas. Doch. Auf dem Feld kann er so viele Runden drehen, wie er will. Weil irgendeiner. Gut, was machst du da? Wenn er kommt zum Feld und macht. ihm nachher Häcksler fahren lässt. Markus, hör auf, ich fall halt vom Stuhl. Markus, mach weiter. Aber jetzt mal ehrlich, Alex, was hast du vor nach den Ferien? War die schöne Schule. Ja, du bist doch fertig mit der Schule, oder? Mal weiterführende Schule, mal Realschulabschluss. Ach so, okay. Darfst du ihn auch? Warte mal, ist Realschule Abitur? Nein. Es gibt Hauptschulabschluss, es gibt einmal, wenn man ganz vorne anfängt, Hauptschulabschluss nach der 9. Dafür musst du einmal sitzen bleiben. Dann gibt es Hauptschulabschluss nach der 10. Das ist halt, wenn du die Noten für Hauptschulabschluss hast und die 10 Jahre ohne sitzen zu bleiben hast, so ungefähr. Sage ich mal ganz vereinfacht. Und dann gibt es den Realschulabschluss. Das ist dann halt, wenn du etwas bessere Noten hast und so weiter, wo du dann halt, glaube ich schon, ja, du kannst auf anderen Schulen dann halt dein Abi bzw. eine Qualifikation dann erstmal fürs Abi nachmachen. Und dann gibt es Realschulabschluss mit Qualifikation. Damit kannst du dann sofort halt Oberstufe machen und Abi. Ja, genau. Dann gibt's noch den Dings hier, Gymnasium da. Das hat sofort integriert nach der. Und dann gibt es halt noch den Baumschulabschluss. den Baumschulabschluss. Den hat dann wohl Robi oder was? Nee, den hat Alex. Nee, halt. Ja, auch. Alex, welche Not hast du? Man soll nur über Leute ärgern, die anwesend sind und sich verteidigen können. Also. Was? Wie kann der eine 1 in Deutsch kriegen? Deine Rechtschreibung ist 6. Nein, seine Rechtschreibung ist wahrscheinlich seine Rap-Schreibung. Ja, ich hab nicht eine 1, wirklich. Nein, er hat in der Rechtschreibung keine 6 bekommen, sondern eine 7. Nein, ich bin 1, auch okay. Alex war dann ein Deutschlehrer, Alkoholiker. Nein. Aber Alex. Oh. Alex hat für ihn mitgetrunken. Ach, Leute. Oh. Ihr seid mir schon so ganz heiße. Bist du wirklich 16? Yep. Oder glaubst du 16 zu sein? Bin wirklich 16. Bin Alter, 16. 17? 1998 geboren. 1898, das waren noch Jahre. 1898. Nein, 7.4. Ich habe irgendwie gerade richtig Bock, mich unbeliebt zu machen. Miguel, ich helf dir mal. Jetzt ist eh schon egal, irgendwas ist hier verrutscht, oder? Ja. Alex, ich wusste das, ich habe doch heute dein Facebook-Profil gesehen. Das stimmt sogar, was er da schreibt, also ihr könnt ihn jetzt alles stalken. Als kleinen Tipp, ihr habt ein richtig süßes Profilbild. Hier kommen, Nubi. Wenn schon so. Papa, da und du nicht lange herumschreiben. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Soll ich weiter dreschen? Wir sind hier ernsthafte Landwirte. Ich brauch nur Markus hat keinen Humor und die anderen kleinen Kinder nerven nur. Ja, ich weiß sie. Humor. Naja, man kann das sehen, wie es und wie man es will. Der Ballenwagen räumt sich gerade selber ab. Benehmen ist Glückssache und Glück hat man selten. Aber, warte mal, was wollte ich? Ach nein, ich frag lieber nicht. Was?
Das Red. Nein, ich hab's jetzt eh mittlerweile schon wieder vergessen. Ja, deshalb habe ich gesagt, ich frag Liga nicht, das wirkt intelligenter als vergessen. Nein. Puh. Nein. Nein. Irgendwie machen Ballen Spaß, also zumindest wenn man immer nur einen nehmen muss und nur in den Mischwagen tun und schon den 10. Mischwagen macht. Ja, gut, es sagt mal so, glaube ich. Vielleicht kommt so ein Fan. Ja, gleich kommt ein Fan. Ich komm so besoffener hier. Ich weiß nicht, was der überhaupt macht am Tag. Ich glaube irgendwie hat das. Ich habe so das Gefühl, der macht immer so 2 Minuten irgendeine Arbeit, auch richtig gut. Und dann sagt er sich, nee. Und geht zur nächsten. Alex, so kann ich dich nicht nochmal einstellen. So. Ich glaube, Markus wird mich sowieso schlagen, wenn ich dich nochmal einstelle. Tja. Markus. In leer. Guten Morgen. Wäre er ja zu diesem Plan-Treffen gekommen, hätte ich jetzt einen Schlager übernommen. Markus kommt nach Neumünster, nach Schäferholstein. Nach Alex, gehst du auf Gamescom? Vielleicht. Markus. Alex, dann treffen wir uns aber, oder? Ja, ich krieg mal deine Handy. Bin auf der Gamescom nicht. Nein, ich krieg deine Handynummer nicht, nee. Hey, willst du nicht auf die Gamescom? Kann ich deine Handynummer haben? Nee. Übrigens, die ganzen Leute, die mir mittlerweile schon, okay, einer, bei einem war das okay, aber viele Leute schreiben mich im Moment auf den Community-Server oder auf YouTube an oder auf Facebook, hey, hier meine Nummer, adde mich mal auf WhatsApp. Nee. Was? Muss nicht sein. Hast du gesagt, meine Hetze kacke. Ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, mit mir zu reden, auf diversen Weisen. Es muss nicht auch noch in WhatsApp sein. Das ist was ich auch nicht mache, weil die sehen ja nachher deine Nummer auch. Ja, ja. Meine private Nummer gebe ich nicht her. Okay, wenn ich mit YouTube leben kann, dass ich meine 2000 Euro verdiene im Monat, dann kaufe ich mir extra noch ein Firmenhandy. Im Endeffekt ist es bei mir egal, weil dann hole ich mir für 10 Euro halt ein neues Prepaid. Aber ja, ich möchte es eigentlich nicht, weil es ist einfach unnötig. Wenn ihr mit mir reden wollt, Community-Server, wenn ihr mir was schreiben wollt, YouTube, ja, Community Server, Skype, da gibt es so viele Möglichkeiten. Auch Facebook-Nachrichten, aber halt muss jetzt nicht auch noch unbedingt übers Handy sein. Und das wäre mir auch egal, selbst wenn ich, was weiß ich, 500.000 Abonnenten habe. Gerade dann, das wird ja immer schlimmer. Jetzt wäre es wahrscheinlich noch überschaubar. Ja. Aber dann haben 10.000 Leute deine Nummer blöd genommen, sage ich mal. Wum, 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 du bist zugespammt. Dann ist nicht mehr so chillig, nur so 500 Nachrichten am Tag, sondern so 5 Millionen am Tag. Dann haben deine Hater auch noch deine Nummer und dann wirst du sowieso dann vergessen. Und zudem dann kommen die Spam-Bots mit Spam-SMS und so. Ja. Eben, ja. Nur weil ich den einen dazu gespammt habe, weil ich jede zweite Minute gefragt habe, wenn wieder was ist. Wer war das? Wer von euch hat einen G930? G37? G27? Ich glaube G930, das ist das typische Geräusch, ja, das macht, wenn man sich entmutet. Ja. Ich hab ein G35, das macht das nicht. G39, warum? Weil man es hört, wenn man sich mutet. Das G35 ist auch irgendwie so ein gehyptes Teil. Mein Headset hat nur mein Headset. Was auch gut ist im Endeffekt. Das ist gut, aber ganz ehrlich, nach 4 Jahren Benutzung, naja. Es hält immer noch. Absolut. Kommt doch von Beamers Benutzt. Ich rede ja gerade damit, aber. Das mal so. Ja, Noob Hunter schläft damit, also. Es ist nicht mehr als G35 zu erkennen. Die Logitech. Aber ich kenne relativ viele Leute, die Dinger kaputt gegangen sind, wenn ich mal so überlege. Ich glaube, Chewyfims, ja, der hat auch eins. Oder hatte eins. Der hat sich dann irgendwann einen Großmembraner geholt, aber den ist sein Ding auch irgendwann da kaputt gegangen. Das wird mir irgendwo nehmen. Ende des Jahres bis Anfang nächstes Jahres sein, dass ich meins hole. Großmembran, ne? Mhm. Ja, ich muss sagen, das G35 finde ich relativ bequem und so. Aber okay, vom Mikrofon her, im Teamspeak und so weiter ist es in Ordnung, aber es ist jetzt halt nichts Besonderes, jedenfalls vom Mikrofon her. Nur ich muss dann schauen, was ich mal nehme, weil ich will es nicht vorm Mund haben, ich will es eher auf der Seite haben. Also ich will es nicht direkt vorm Kopf haben. Ganz ehrlich, zum Bildschirm nach 4 Jahren G35. Muss ganz ich rein. Sagen, das Geld lohnt sich zwar auszugeben, wenn man einen guten Sound fürs Gaming haben möchte, aber wenn man ein gutes Mikro haben möchte und guten Sound, dann sollte man
so namhaften Firmen wie Mad Catz und sowas gehen. Oder ganz ich jetzt. Du baust nicht so ein Halterung an so eine Wand ran und das Mikro so ein bisschen weiter weg. So. Na, ich kenne eigentlich nur ein Headset, was es so, sag ich mal, standardmäßig gibt, was jetzt nicht wie ModMic zum Beispiel zum Zusammenbasteln, zum selber Zusammenbasteln ist. Das ist das, boah, MMX 300 oder sowas. Das ist ziemlich gut, aber das ist auch im Endeffekt so teuer. Da kannst du dir ein vernünftiges, kleines, Großmembranmikrofon holen und noch einen gescheiten Kopfhörer dabei und hast dann wiederum eine viel, viel stärkere Qualität. Ja, ich will halt irgendwie schon, dass mein Großmembraner, ich habe das heute beim Brahmen zum Beispiel gesehen, der hat seines auch auf der Seite vom Kopf stehen. Ja. Im Endeffekt habe ich meins auch auf der Seite. Weil, so wie teilweise die Leute, so wie der, weiß nicht, der Dino oder der Carbon oder herumsitten, die haben das alle direkt sozusagen vor dem Mund, den riesen Popschutz dann, und dann haben sie das sozusagen vor dem Bildschirm im Endeffekt, unten siehst du genau immer den Bauch, und das habe ich keinen Bock drauf, wenn wir dies auf der Seite irgendwo haben, das nicht im Bild ist vom Bildschirm. Ja, das ist alles Einstellungssache. Also ich hatte es früher auch in meinem Bildschirm, hat mich auch immer ein bisschen genervt und ich habe mich dann immer mehr eine andere Einstellung reingetastet, sage ich mal. Was, ne? Und mittlerweile habe ich es eigentlich einfach rechts vom Mund. So, man könnte sagen, es beginnt ungefähr am rechten Ende meines Gesichtes. Das klingt irgendwie komplett komisch, aber es ist so. Ja, gut. Es ist auch halt, ich jetzt auch nicht so. Vor allen Dingen, du kriegst dabei ja auch zumindest bei dem NT1A zum Beispiel so, du hast so ein Tutorial dabei auch. Habe ich mir dann auch irgendwann mal nach 2 Jahren angeguckt. Ich glaube, das war kurz vor Weihnachten, da habe ich mir das mal angeguckt. Auf jeden Fall, ja, ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mir nicht ein anderes Mikrofon hole. Und dann habe ich mir irgendwann das. Was? Entschuldigung. Ah, ich fahre direkt zu Feld 7. Auf jeden Fall ist es halt da so ein Tutorial dabei und da zeigt der. Ist so ein komischer Pressesprecher von Rode dann verschiedene Sprechwinkel und im Prinzip ist es wie so zum, um solche Sachen hier, ich sag mal, die so ein bisschen im Studio Richtung Hörbuch gehen würden, ganz schlau, das so schräg zu nehmen, weil du halt auch relativ schwach ausgeprägte P-Laute hast und so weiter. Bei einigen ist das immer ganz extrem, die das auch so vor dem Mund tun und dann hörst du ja die ganze Zeit nur so genau, dann kriegst du immer so richtig. Geht dann auch nur auf die tiefen Frequenzen, da hast du nur so ein Bassgrummel da. Das ist auch irgendwie, weiß nicht. Ja. Carbon ist extrem mit seinem ModMic. Davor, ja, aber da hat es noch mehr. Ja, da hat das aber nicht eingestellt gehabt, das kann man ja jetzt. Ja, und das ist noch mit seiner Asus Xonar, was er hat, die was irgendwie ein bisschen Letten hat. Ja. Und da wollte sich eine neue Soundkarte, glaube ich. Nein, Audio-Interface will er jetzt. Ja, oh, USB. Ich, ja. Hat er im Endeffekt ja, eh mehr vor, wenn er vielleicht sich mal ein XLR-Mikrofon oder sowas holt. Ja, aber der kauft sich sicher kein teures. Er will eins um 40 Euro kaufen. Ach so, ja, dann kann er es eigentlich auch wieder knicken. Da ist sicher kein XLR-Anschluss drauf. Ja, doch, kriegst du, aber generell auch bei den, wenn du dann nur 3,5 anstecken willst, das ist halt eigentlich, ja, nix. Kann er wahrscheinlich bald bei Unbound Sound bleiben. Halt um 40 Euro, dass ich eins bestelle. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, du hast gesagt, man muss mindestens 200, 250, 300 Euro rechnen. Ja, aber dann Mikrofon und Interface zusammen. Also Interface so. Kriegst du so ab 100, 120 Euro was Brauchbares. Für 200 Euro kriegst du ein gutes. Also wirklich schon was, wo man eigentlich sagen kann, okay, dann kannst du eigentlich fast alles, was man so im Home-Bereich dran steckt. Ich habe jetzt gerechnet mit 400 für Mikro und Interface. Ja. Das muss man halt mit Ständer, halt mit den passenden Ständer, was man nachher braucht und sowas, muss schon rechnen um das Geld, circa. Ja. So ja, ungefähr habe ich ja auch ausgegeben mit NT1A und Audio-Interface und dann brauche ich wahrscheinlich dann ein neues, zumindest neue Kopfhörer oder was. Gut, kann ich den 8R wegfahren. Und wenn ich neue Kopfhörer brauche, kosten alleine wahrscheinlich 150 Euro. Ja. Kann ich den jetzt wegfahren oder das so groß? Nee, der ist noch lange nicht fertig. Der Mischwutterwagen, oder was meinst du? Nee, der 8R. Den 8R kannst du was mit machen. Ich bin jetzt hier gerade erstmal noch am Mischwutter. Ich wollte den Hof aufbauen. Okay. Ja, ist wieso mal fällig? So, ich glaube, im nächsten Part werde ich mal was anderes als Mischwutter machen. Ich habe das, glaube ich, schon, also nicht 10 Parts lang, immer nur hier am Wiesending. Wie viele Parts haben wir noch gar nicht draufgekommen? Wie viele haben wir denn? Sollten schon so 8 sein, oder? 6.
Oder 7? Na, Frage. Wir hatten doch schon 4 bevor, oder 5 bevor wir den Crash hatten, oder? Ja. Wo denn? Ja. Einfach, wo ist das Teil für den Zuglyphas, der Schwenkverteiler, wo ist der? Der Schwenkverteiler, der steht hier drunter. Nee, den haben wir gar nicht mehr, den benutzen wir auch eigentlich nicht. Wir haben die verkauft. Wir haben immer Güllegrubber oder Schleppschläuche. Schwenkverteiler ist der, den haben wir noch drin im Shop. Soweit ich weiß, haben die keinen. Der steht, der Schwenkverteiler steht in der Garage, in der Werkstatt drin. Okay, aber eigentlich benutzen wir eigentlich Schleppschläuche, Alex, die sind besser. Mit der Dosierung und so. Ja, aber ich würde sagen, von der Dosierung her wäre es schlau, nach 15 Minuten aufzuhören. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!